weiß nicht. Ja, jetzt lag's wieder. Das ist bescheuert. Nee. Normalerweise müsste jetzt halt er da, also ich müsste jetzt praktisch da ein orangenes Portal da bei dem blauen hinschießen. Spoiler-Alarm, würde ich so sagen. Und ich glaube, er hat's. Ich glaube, ich hab's auch gleich kapiert. Ich meine, 10 Minuten an derselben Stelle zu sein, ist schon ein bisschen peinlich. Andere werden sich jetzt denken, boah, das ist ja voll leicht, ja gut, aber mein Gehirn hat halt diese Leistung nicht. Nee, aber... Ach man, bin ich doof. So. Das funktioniert nicht. Und ja, jetzt sterben wir. Yay! Ja, ich muss mich schon immer manchmal an den Kopf fassen, ne? Also wirklich. Am besten ist ja, wenn Fraps einen kurzen Lag hat. Das wird in den nächsten Minuten auch noch öfters kommen. Und auch wird noch schlimmer, glaube ich. Jetzt, komm, jetzt hast du es aber kapiert. Jetzt hat es kapiert, hundertprozentig. Ich wette mit euch, dass ich es kapiert habe. Nein. Obwohl, ja, wartet mal. Ja, er hat es kapiert. Ja, ich habe es kapiert, genau. So, das wollte ich sagen. Jetzt habe ich es kapiert. So, er weiß jetzt, dass er da ein Portal noch platzieren muss. Da muss er da drüben eins platzieren. Ich weiß, hier irgendwie spreche ich gerade von mir in der dritten Person. Irritiert mich. So. Jetzt ein Portal dadurch. Und wir sind drüben. Yay! So, geschafft. Der Kaffee von enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Ja, toll. Das sag's mir doch nicht. Da bin ich eine eurer vielen Statuen. Ja, Aperture Science, Innovators. Potatoes. Weiter geht's. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Hoho, wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen. Und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus hier raus operieren. Menschliche Mikrowelle? Also ein winziger Mikrochip einer Größe der Postkarte. Das nennt sich winzig. Verstehe. Was ist dann groß? Ein Mikrochip in deinem Gehirn? So groß wie ein... Was ist ich? So groß wie das Empire State Building. Ja. Ne? Und Fraps leckt mal wieder. 500 Grad, ey, das ist menschliche Mikrowelle. So. Da ist ein Knopf. Was macht dieser Knopf? Was macht der wohl? Aha, da kommt hier nichts hin. Ah, da muss da also das Blaue hin und dann... Ah, okay, das Weiße ist praktisch so Löschfarbe. Eine Delete-Farbe sozusagen. Ja. Gut. Dann müssen wir den Knopf aktivieren. Ein Portal dahin. Ah, komm.
stelle mich auch wieder an. Ach komm. Oh gut, jetzt hat. So funktioniert's auch. Und jetzt? Ah, hier Exit. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Okay. Auslöschen der Zeit. Interessant. So, nun machen wir so eine Art Aufzug, oder so wie ich das verstehe. Da hoch, also. Aha. Ja, und jetzt mal kurz nach den Fraps aufhören zu lecken. Ihr könnt mich alle ins Team adden. Und wie ich da heiße, ist wohl eigentlich jedem klar. Wer nicht, also wem es nicht klar ist. Der, ja, dazu sage ich einfach nichts. Meine Eddie sollte eigentlich sehr klar sein, ne? Wir müssen erstmal wieder überall schön hier blauen Schleim hin machen, damit wir überall hinjumpen können. Yep, und Fraps laggt auch wieder so schön. Viele bunte kleine Smarties. So, und jetzt halt müssen wir nur noch runterspringen in eine Art. Also wirklich. Das ist eine Art Portal, könnte man sagen. Zack. Bumm. Und wir sind drin. So. Und hier sehen wir Schilder. Was ganz cool ist bei diesem Ding, hier wird, und zwar wird, kommt hier das nicht einfach her. Es wird einfach da generiert. Der, das Springgel. Das ist irgendwie ein bisschen fail eigentlich. Ne? Okay. Hier ist ein Warnhinweis anscheinend, oder? Nee. Oder keine Ahnung. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, warum schaue ich das Schild jetzt an. Das ist jetzt nicht so gerade interessant. Gut, jetzt müssen wir wahrscheinlich den blauen Gel benutzen. Oder das blaue Gel benutzen, damit wir irgendwo hinspringen können. War nämlich darunter. So. Und jetzt sollten wir endlich das blaue Gel zur Verfügung haben. Dann geht doch. Jetzt müssen wir das Portal nach unten schießen. Genau.
Ich wette, in ungefähr 300, 400 Jahren oder 100, 200 Jahren kann man sowas auch machen. So Portale schießen oder Zeitreisen. Glaub ich schon. Oder erst im Jahr 3000. Was ich nicht hoffe. Weil eigentlich möchte ich schon noch eigentlich sowas miterleben, aber naja, dann muss ich sterben. Ne? Ja, Flaps lag auch wieder toll. So, zack. Und dann sind wir hier oben. Und hier können wir ein Portal durchschießen. Zwar müssen wir wahrscheinlich, ich schätze mal, irgendwo hier runter, aber wo? Ah, wir müssen da hoch, oder? Ja, genau, wir müssen da hoch. Hörst du das? Ja, so geht's auch. Zwischen den Tests sehr viel Zeit in dem Flur. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre roter BHs brennen können. Lieber niemand Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer, das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Dann los, packen wir an. Er könnte uns erschlagen. Oh, oh, oh. Irgendwie schaut das ja eklig aus. Erstmal alles schön begehlen mit blauem Gel. Schaut das so sexy aus. Dieser komische Wirf hüpft auch noch rum. Eigentlich hört er sich ja wie ein Ball an. Immer schön das Glas kaputt machen, ne? Ja, ne, fail. Bleib da. Ah. Wo ist er denn? Da ist er. Bleib da. Also, der ist mit dem Gel betroffen. Wie kriegen wir das weg? Genau. Mit dem Löschgel. Bleib doch mal. Wäh, wie das aussieht. Schon besser. So, und wie kriegen wir den Ball jetzt weg? Genau. Meine Forschung geht nicht um das Warum, sondern um das Warum nicht. Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Na, warum nicht? Sonst macht's ja keinen Spaß. Sonst hätten wir eine Spezialtür erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut. Wenn wir sie achtkantig rausschmeißen. Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du. Sachen packen! Durch die Tür! Rein ins Auto! Gute Fahrt! Da wurde jemand wohl gefeuert! Also wirklich... Ja, stimmt ja auch. Ne? Man soll schon bei den Spaß... Also man, die Tests sollten schon gefährlich sein. Sonst macht's keinen Spaß. Glückwunsch! Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Mhm. Sag tschüss, Carolyn. Sehr wohl, Carolyn.
Sie ist ein Schatz. Und wer war Carolyn? Oh ja. Die heutige DDoS. Oder wie nennt man sie, DOS? Ich weiß es gerade nicht mehr. Eine Tür. Eine Tür. Man kann sie öffnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, und eine Beta. Oh. Real Life Beta. Ein riesiger Motor. Zwei riesige Motoren. Und wir werden eingeschlossen. Sehr nett. Okay. Okay. Ja, es ist gerade ein Motorrad vorbeigefahren. Anscheinend müssen wir irgendwas anmachen. Funktioniert wohl nicht. Wir müssen doch hoch. So geht's natürlich auch. Ah, okay, wir müssen anscheinend da hoch. Interessant. Zack. Ah, ja. Also, das mit den Fraps laggt, das ist echt nervig, muss ich schon sagen. Ah, ja, so geht's auch. So, und jetzt müssen wir irgendwas anmachen. Ah. Jetzt geht's rund. Die alten Motoren wieder angeschmissen. Control Room, oh. Okay. Es schaut alles schon sehr kaputt aus. Gut, das ist auch von 1971, wie es dort steht. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen. Genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Interessant. Warte mal, da ist eine Tür. Eine versteckte. Interessant. Ah. Wenn du gegen Erdnüsse allergisch bist, sag es jetzt. Denn beim nächsten Test verwandelt sich dein Blut eventuell vorübergehend in Erdnussbutter. Wenn das klappt, muss für uns ein neuer Nobelpreis erfunden werden. Also, tapfer durchhalten im Namen der Wissenschaft. Hm, natürlich. Beim nächsten Test geht es um Teleportation, die aber nicht für alle Hauttypen geeignet ist. Merk dir also gut, welche Haut dir gehört. Und wenn sie nicht mit dir teleportiert wird, dann tun wir unser Bestes, sie wieder an dir festzunehmen. Au! Interessant.